Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem Video heute geht es um Frostschäden am Rhododendron. Hier könnt ihr meinen sehen und ich kann auf den ersten Blick schon sehen, vermutlich hat er den einen oder anderen Frostschaden abbekommen. Wir werden das aber gleich überprüfen und ich zeige euch dann auch, was man dagegen noch machen kann und vor allem auch, wie man es prüft. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil man möchte ja nicht noch Triebe, wo noch Leben ist, unbedingt wegschneiden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man vorher guckt und da nicht wahllos mit der Schere einfach ansetzt. Bevor wir loslegen, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise hier mit meinen YouTube-Videos wahnsinnig viele Zuschauer, was mich wirklich sehr freut. Leider haben aber nur ca. 2-3% der Zuschauer, die auch regelmäßig hier meine Videos auf YouTube schauen, meinen YouTube-Kanal auch abonniert. Deshalb meine Bitte an euch, wenn euch die Videos gefallen und auch weiterhelfen oder ihr auch Interesse am Thema Garten habt, denn es kommt in Zukunft wirklich noch eine Menge interessanter Gartenvideos, dann abonniert gern hier meinen YouTube-Kanal. Für euch ist das Ganze kostenlos und mir hilft es hier auf YouTube wahnsinnig weiter. Genauso übrigens auch wie ein Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen und auch geholfen hat. Ja, ich würde mal sagen, wir legen jetzt los. Wir gucken uns meinen Rhododendron mal an. Man kann natürlich sehen, er ist hier überall grün. In dem Bereich haben wir keine Probleme, da müssen wir nicht gucken. Aber der ein oder andere Trieb, der sieht nicht so gut aus. Und da gucken wir jetzt mal, was da los ist. So, und ich habe jetzt einfach mal durchgeschaut und schon wirklich so ein paar Triebe gefunden, die nicht so gut aussehen. Unter anderem hier zum Beispiel so ein. Da merkt man schon sofort, der ist trocken, da ist kein Leben mehr drin, der ist nicht biegsam. Und wenn wir den jetzt gleich mal überprüfen, dann können wir das auch feststellen. Aber wir haben hier noch weitere auch, wo man sich nicht so sicher sein kann. Die sind tatsächlich noch biegsam. Es sind jetzt keine Blätter dran. Jetzt ist die Frage, ist da noch Leben drin oder nicht? Und das kann man ganz einfach überprüfen, indem man ein sauberes und scharfes Messer nimmt. Und dazu ritzt man einfach mal so ein bisschen den Rhododendron an. Und ich mache das jetzt mal hier in dem Fall. Und ja, da muss man gleich sagen, es sieht nicht gut aus. Ich zeige es euch mal von nähern, indem ich jetzt die Kamera mal so ein bisschen ranzoome. Schaut mal hier, da kann man ganz klar erkennen, dass kein Grün mehr drin ist, also kein Leben mehr drin ist. Hier, wo ich gerade gekratzt habe mit dem Messer, das bedeutet, dass dieser Ast abgestorben ist. Den kann man also rausschneiden. Auch den Ast, den ich gerade rausgebrochen habe, auch da wird sich das gleiche Bild zeigen. Wir testen das einmal. Hier liegt er noch und ich kratze auch hier einfach mal mit meinem Messer an. Und ihr könnt sehen, der ist einfach nur trocken und braun. Das sind also Äste, die sind durch den Winter jetzt durch den Frostschaden kaputt gegangen. Anders sieht es bei zum Beispiel diesem hier aus. Da sieht man es offensichtlich schon. Und wenn wir jetzt hier auch mal dran kratzen, dann zeige ich euch, dass hier einfach noch Leben drin ist. Das sieht hellgelb aus, nicht grün wie bei vielen anderen Pflanzen. Aber man kann sehen, dass hier einfach noch Leben drin ist. Und das sind dann einfach ja, Äste, die lässt man noch dran. Alles, was jetzt kaputt gefroren ist, sollte natürlich herausgeschnitten werden. Das stört nur in der Pflanze. Das heißt, hier können wir gern beherzt dann zur Gartenschere greifen und das einmal auch großzügig rausschneiden. Verfolgt einfach wirklich mal den kompletten Trieb. Manchmal ist das so, dass der teilweise bis nach unten hin weggefroren ist. Überprüft aber nochmal, bevor ihr schneidet, ob ihr den kompletten Ast rausschneidet. Oder ob der vielleicht im unteren Bereich noch Leben drin hat. Es muss nicht sein, dass die komplette, dass dieser komplette Ast und die Verastlung komplett kaputt gefroren ist. Deshalb kann man hier auch gern dann nochmal mit dem Taschenmesser oder mit einem Messer allgemein kratzen. Ich mache das jetzt auch einmal. Ihr könnt das jetzt allerdings nicht sehen. Und ja, hier im unteren Bereich ist tatsächlich noch Leben drin. Deshalb suche ich mir jetzt hier einfach ein Auge in dem Bereich, wo ich abschneiden kann. Dann hat der Rhododendron an dem Bereich noch die Möglichkeit, auch dort dann wieder einmal auszutreiben. So. Ja, und so könnt ihr dann euren kompletten Rhododendron einmal kontrollieren und alles, was halt abgestorben ist, was erfroren ist, was einen Frostschaden erlitten hat, das wird rausgeschnitten und dann hat auch der Rhododendron wieder die Möglichkeit, an anderen Stellen natürlich auch neu auszutreiben. Und ich werde das jetzt hier in dem Fall für meine Pflanze einmal machen.
Und ja, bei Ästen, wo ich mir halt nicht so sicher bin, da mache ich die Kratzprobe. Diesen hier zum Beispiel lasse ich, der ist auch noch biegsam. Deshalb gehe ich davon aus, dass der vielleicht nochmal neu austreibt. Hier aber in dem Bereich ist er tatsächlich erfroren und das schneide ich dann auch zurück. Ja, sollte bei euch tatsächlich, was ich aber auch für unwahrscheinlich halte, trotzdem kommt es manchmal vor, der komplette Rhododendron kaputt gefroren sein und einen ziemlich starken Frostschaden haben, dann schneidet ihn wirklich bis kurz unter dem Boden, ich sag mal so 20, 30, vielleicht auch 40 cm, je nachdem wie groß eure Ausgangspflanze ist, zurück oder auch bis auf einen halben Meter, 60 cm, wenn ihr so einen Riesenrhododendron habt, meiner ist jetzt nicht so wahnsinnig groß und dann hilft in dem Fall vielleicht nur noch der radikale Rückschnitt, dass der Rhododendron dann einmal wieder austreibt. Ihr könnt ihn dann auch natürlich noch düngen. Kaffeesatz eignet sich zum Beispiel sehr gut beim Rhododendron. Das mache ich immer sehr häufig, habe gute Erfahrungen damit gemacht und dann hat er auch einen Startdünger und kann dann auch im Frühjahr wieder ordentlich austreiben und wachsen. Ich hoffe, dass euch mein Video hier gefallen hat zum Thema Rhododendron, Frostschäden, erfroren, Fragezeichen. Was kann man machen? Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch, wie gesagt, gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin.